Hallo und willkommen zurück zu Cities XXL. Und ja, ich habe von euch ein paar Tipps oder Vorschläge bekommen. Und der erste war, dass ich unbedingt auf meinen Kontostand achten muss, dass ich sehr viel Geld ausgebe. Und das ist wirklich wahr, weil wir haben bei 400.000 gestartet, sind jetzt nur noch bei 77.000. Und um dem Ganzen ein bisschen zu begegnen, ohne dass ich die ganze Zeit nur warte auf Geld, werden wir einfach auf fünffach Geschwindigkeit spielen. Damit sollte das Problem mehr oder weniger erstmal gelöst sein, einfach dadurch, dass mehr Zeit vergeht, während ich irgendwas mache. Ja, gut. Das zweite ist, dass mir vorgeschlagen wurde, dass ich Einbahnstraßen verwenden soll, weil hauptsächlich die Straßen nur in eine Richtung verstopft sind. Das würde man jetzt hier besonders gut sehen. In die Richtung kein Problem, in die Richtung verstopft. Ja, hier genau auch so, in die Richtung von der... Okay. Genau gegenüber, natürlich. Na, aber im Prinzip könnten wir jetzt theoretisch anfangen und sagen, okay, das wird eine Einbahnstraße in die Richtung. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob das in dem Fall Sinn macht, weil, na, das Problem liegt, glaube ich, eher woanders. Aber bei dir hier können wir das jetzt mal machen. Das heißt, wir machen die mal so, genau andersrum, so rum. Und dann ist es eine Einbahnstraße und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas merken. Ja, dass die Nachbarstraßen auch verstopft sind. Das merkt man daran. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Gerade nämlich beschließt niemand, dass er da langfahren könnte. Das ist natürlich auch nicht hilfreich. Na, wir könnten mal sowas machen. Hier am Rand fahren wir nur nach oben. Genau. Dann können alle trotzdem weiterfahren. Schauen wir mal, ob es das bringt. Da hat sich gerade ein bisschen was beruhigt. Dann machen wir das hier auch noch. Und schauen wir mal. Jetzt ist hier Katastrophe geworden. Aber komischerweise auch nur nach oben. Ja, wobei... Die müssen jetzt fast nach oben fahren lassen, weil anders alles andere macht keinen Sinn. Weil hier kann niemand dahin fahren. Okay. So. Und jetzt? Die Straßen sind total verstopft. Ja, ich weiß, ich schau gerade. Ja, an sich etwas besser. Betonung, etwas. Na. Na. Die wird halt auch irgendwie gefühlt nur zum Hochfahren benutzt, während die zum Runterfahren benutzt wird. Ja, dann machen wir das doch so. Da, hier fährt man hoch. Hier eh schon. Hier fährt man runter. Hier auch noch. Und dann schauen wir mal, wie sich, ob das jetzt eine spürbare Auswirkung hat. Und vor allem, was wir hier mitmachen, ob wir die vielleicht auch noch in die Richtung schicken. Gut, was aber bedeutet, dass wir die wahrscheinlich auch noch in eine Richtung machen, wobei hier fährt eh niemand, dann geht das. Mit den Hotels stimmt etwas nicht. Dann sollten wir mal schauen, was mit den Hotels nicht ist. Es gibt keine Urlaubshotels. Business Hotels, Zufriedenheit mit Steuern, Rentabilität. Ach du Schande. Verfügbarer Passagiertransport. Gar nicht gut. Okay, da müssen wir dringend Abhilfe schaffen. Und ich würde vorschlagen, wir machen das mit einer zweiten Straße, die wir hier so ein bisschen rumfahren lassen. Das heißt, wir fangen mal wieder an zu... Ach du. Nee, ich wollte nicht ganz so viel abreißen. Nee. Gab's da nicht so einen Trick, dass man... sowas gemacht hat und sowas und dann kann man das hier abreißen. Ha! Sehr schön. Gut. Wir wollen einen Kreisverkehr, den wir dahin bauen. Ja. Irgendwie hätte ich da gern ein bisschen mehr Freiheit, den zu setzen. Doch doof.
Na gut, dann halt. Ach, so geht's. Gut, dann machen wir das so. Ja, oder nicht, weil man nicht verbinden kann. Gut, dann nochmal. Und Bulldozer. Einmal hier. Falsch rum. Bulldozer. Das hier. Jetzt hier das hier. Und wir brauchen die große Allee. Nicht ausreichend Platz für die Straße. Doch. Es ist nur die falsche. Naja. Fürs erste passt's erstmal. Schmückt muss ja nicht unbedingt sein. Und die schicken wir hier so irgendwie vorbei. Bauen hier auch nochmal einen Kreisverkehr ein. Eine Straße reicht. Hier auch. Bulldozer. Kreisverkehr. Ja, wenn er so bleiben würde. Was er nicht tut. Na, dann ungefähr dahin. Dann wieder verbinden. Und hier theoretisch auch, aber erstmal weg bulldozern. Hier. Und dann wieder verbinden. Merkt ihr das doch mal. Und hier. Hä? Oh. Ja, das ist doof. Das ist total doof. Der Winkel stimmt halt mal gar nicht. Gut, da ein bisschen weiter hinten ansetzen. Und hoffen, dass es dann besser geht. Also wir kommen auf jeden Fall mal raus. Und auch hier rein. Und jetzt reißen wir das noch ab. Das sieht besser aus. Okay. Gut. Und jetzt den ganzen Spaß da hinten auch noch. Wobei ich glaube, wir werden jetzt erstmal keinen Kreisverkehr machen. Dann einfach nur verbinden. Da fährt, glaube ich, eh niemand. Wenn dann jetzt hier auch ein Verkehrsproblem auftauchen sollte, schauen wir nochmal weiter. Gut. Damit hätten wir diese Straße. Die hilft uns jetzt natürlich noch gar nicht so allein. Aber wir können hier eine Verkehrsanbindung schaffen. Jetzt hätte ich natürlich hier nochmal einen Kreisverkehr einbauen sollen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Probieren wir mal ohne. Und zwar mit einer kleinen Allee. Einmal dahin. Einmal dahin. Das könnte schon mal entspannen, dass nicht alles immer da raus muss, sondern auch direkt nach oben fahren kann. Schauen wir mal, ob es wirklich was hilft. Außerdem möchte ich, glaube ich, hier noch eine Verbindung haben. Schauen wir mal, ob das etwas bringt. Ja, die Straßen sind natürlich auch komplett verstopft. Das ist natürlich ziemlich logisch, wenn wir hier ein großes Gebiet haben und da oben nichts, dann müssen die da durch, wohl oder übel. Ja, das heißt, eins, was wir schon mal wieder machen können, ist sowas hier und das dann mal verbinden. Und hier vielleicht auch sowas. Damit könnten wir hier schon mal ein bisschen den Verkehr rausbekommen. Da muss ich sagen, das verwundert mich jetzt doch, dass hier schon so ein Verkehr ist. Oh, großer LKW. Ja, merken wir hier irgendwas? Nicht wirklich.
Das ist Katastrophe. Wo wollen die alle hin? Rechts abbiegen, oder? Hm. Oh! Haushalt, Budget. Ein Budget von 500.000. Oh, wir haben tatsächlich viel Geld bekommen. Also das hat es mal gebracht. Ja, wir haben hier oben jetzt schon wieder ein Problem. Und zwar in beide Richtungen. Das ist nicht so gut. Also mit Verkehr müssen wir dringend eine Lösung finden. Schauen wir mal kurz. Nicht genügend Arbeit für Führungskräfte. Auf jeden Fall haben wir ein paar Schwerindustrie-Tokens über. Und zwar hier. Dann machen wir das mal. Oh ja. Da brauchen wir dringend Arbeiter. Schauen wir mal nach. Also freie Stellen 11%. Arbeitslosigkeit ist hier dafür recht hoch. Okay. Das heißt, Wohnraum qualifizierte brauchen wir. Die könnte man jetzt hier oben ansiedeln. Wobei ich es ein bisschen doof finde, weil ich nicht alle hier an dieser Straße ran haben will. Mal lieber sowas. Machen wir lieber eine Parallelstraße. Ja, das gefällt mir besser. Gut, damit hätte man dann schon wieder ein paar hierfür. Jetzt bräuchten wir nur noch für die Führungskräfte Jobs. Was brauchen wir denn im ersten Produktionsgewerbe? Haben wir beim Produktionsgewerbe? Nein, haben wir nicht. Schwerindustrie braucht qualifiziert. Hightech braucht Führungskräfte. Büros braucht Führungskräfte. Dann machen wir doch noch ein paar Büros. Vielleicht dahin. Führungskräfte, wunderbar. Und damit sollte die Arbeitslosigkeit hier auch etwas runtergehen. Ja, doch, deutlich. Wunderbar. Sind zwar nicht so viele, aber sind ja auch nicht so viele Führungskräfte, die wir bisher haben. So, haben wir hier eigentlich Hotels? Ja, haben wir. Sieht man das hier überhaupt? Büros, qualifizierte Arbeiter, Tourismus, Business Hotels. Ja, Bedarf ist etwas höher. Dann können wir hier mal ein paar Hotels, Business Hotels bauen. Ach du, da haben wir was Neues. Okay. Großes Hotel. Ansprechend ausgestattet Hotelzimmer zum Übernachten. Produktion Hotels. Profitiert von Passagieren und Lebensumfeld und zahlbenötigte Arbeitskräfte, auch Führungskräfte. Okay. Ja, dann. Ist die Frage, wo wir das hinstellen? Vielleicht hierhin. Moment, das ist größer als die anderen Sachen. Ah. Möchte ich trotzdem haben. Wird zwar wahrscheinlich etwas dauern, aber so eins möchte ich doch haben. Wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten. Einzelhandel. Und zwar wo? Da unten. Da hinten auch noch. Und hier auch noch. Und vielleicht auch noch eins. So. Und warum passiert jetzt da nichts bei den Baustellen? Was ist hier eigentlich los? Der Chef ging Zigaretten holen und kam nie wieder. Sehr schön.
Ja, irgendwie will das Spiel wohl gerade keine Sachen bauen. Bin ich irgendwie im Pausenmodus und merkt's nicht? Nee. Hier gibt es was. Das Geschäft wurde auch gebaut. Keine Ahnung, dauert wohl etwas, bis alles da ist oder keine Ahnung. Okay. Gut, dann. Freie Stellen haben wir ein bisschen was. Das sollte man natürlich ändern. Was kriegen wir die 75.000? Na, dauert noch. Die. Würde ich gerne. Ja, keine Ahnung. Ah ja, richtig, mir wurde kommentiert, ich soll doch hier so ein kleines Wohngebiet aufbauen und eigentlich, warum nicht, aber eher niedrige Dichte. Also auf dem Land, glaube ich, kann man kaum argumentieren, dass da... Gut, dass die eine größere Straße haben, als hier ist. Okay. Da bauen wir mal ein paar hin. Die finden dann hier ihre Jobs. Haben zwar noch nicht so wirklich ja die ganzen anderen Sachen, aber das wird vielleicht noch besser. Schauen wir mal. Oh, und qualifizierte Arbeitskräfte bräuchte man da auch. Na, bauen wir erstmal irgendwas zum Einkaufen. Und dann gucken wir da gleich nochmal vorbei. Ob sich das vielleicht etwas erholt. Gut. Ja, wie hat sich hier mittlerweile die Position geändert? Ja, immer noch nicht so hundertprozentig glücklich. Wundert mich fast. Dann bauen wir da halt noch ein paar. Was warst du? Du warst ein Geschäft, okay. Und Einkaufsmöglichkeiten immer noch nicht. Also die wollen schon 5-Sterne-Shopping haben hier. Ein Christo One haben wir hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber nicht so wichtig. Hauptsache, sie sind zufrieden. So. Was ist das Problem? Finde keine Angestellten. Das ist natürlich ein Problem. Ja, und... Wie machen wir das jetzt? Also ich würde sagen, ich möchte jetzt hier so ein paar Schrägstraßen drin haben, die ein bisschen größer sind. Also am besten kleine Alleen. Kleine Alleen, die sozusagen ja, die Gebiete verbinden. Und abgehen von den kleinen Alleen sind dann die Wohnungen. Die Frage ist nur, wie machen wir das genau? Oder auch bauen wir da einen Kreisverkehr ein? Tendiere für ja. Und zwar ziemlich mittig. Dann machen wir das mal. Also, Kreisverkehr. Natürlich schon wieder nicht so, wie ich das gern hätte. Wenn es da irgendwas gibt, was ich nicht weiß, bitte kommentieren. Oh, wir müssen ganz schnell nachschauen, was da oben kaputt ist. Aber der Kreisverkehr muss jetzt fertig gebaut werden. Also einmal hier und einmal da. Und was ist das Problem? Keine Angestellten. Ja, bin ich doch gerade dabei. Also große geschmückte Allee. Für 2 Meter und dann wirst du zu einer kleinen Allee, die ja, mal fürs erste da runterfährt. Und dann reißen wir das hier ab und fürs erste gut so. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das als Straße die Wände zählt. Ich hoffe mal nicht. Gut. So, von dieser kleinen Straße aus werden wir jetzt so ein paar Abzweigungen machen.
mal so. Und mal so. Na, dann fördern wir alles auf diese Straßen. Das ist auch total doof. Na, machen wir es erstmal so. Also. Ungelernte mittlere Dichte. Dann irgendwie sowas, dachte ich mir. Und das Ganze hier nochmal. Und ja, damit haben wir mal wieder ein paar Unqualifizierte, Ungelernte. Jetzt bräuchte man noch Qualifizierte. Wieder. Da ist hier noch ein bisschen Platz dafür. Soll ich das so machen? Ja, warum nicht? Ich vermute, da werden wir bald umbauen müssen. Aber noch geht's. 3. Kriege ich da noch ein viertes rein? Na, eher nicht. Gut, dann machen wir da 3. Gut. Jetzt haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit, aber naja. Ein Budget von 100.000. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen langsamer, weil... Ja. Auch gut so. Okay, das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Brauche ich da irgendwie ein Bauwerk oder sonst was? Komisch. Nee, Bonusgebäude brauchen wir hier nicht. Hotels, ja, immer noch keine Urlaubshotels. Es wird echt Zeit, dass wir unsere zweite Stadt gründen, die dann Urlaub, ja, wird, Urlaubsstadt wird. Wir könnten mal ein bisschen in die Steuern reingucken. Also, die sind alle überhaupt nicht zufrieden, dann gehen wir noch mal ein bisschen zurück damit. Na? Schauen wir mal. 50%. 55. Ja, so 60% Zufriedenheit ist, denke ich, okay, wenn wir erreichen. Okay, das wären dann wohl bei 18%. Die sind eigentlich alle zufrieden mit ihren Steuern, dann lassen wir die mal so. Wir verdienen zwar ein bisschen weniger Geld, aber wir haben gerade genügend. Dann ist das okay. Kann es sein, dass wir auch so wenig haben, weil ich bei Omnicorp... Was ist denn? Hier. Arbeiter. Einkaufe. Haha. Dann lassen wir das mal. Das brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Schwerindustrie können wir verkaufen. Landwirtschaft können wir verkaufen. Und den Rest auch erstmal. Wunderbar. Und wir sind wieder bei 21.000. Sehr schön. Und die Straßen sind mal wieder total verstopft. Hurra, wo denn hier? Ja, theoretisch könnten wir mal probieren, so eine Schnellstraße zu bauen. Die ist immerhin dreispurig anstelle von zweispurig wie hier. Das heißt, diese Hauptverkehrsader als Schnellstraße umbauen. Oder wir warten, bis wir die Autobahn freigeschalten haben. Ich glaube, das machen wir. Wir brauchen noch 7000 Einwohner. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen aufforsten, wollte ich fast sagen. Aufrüsten mit Einwohnern. Bis wir auf 50.000 kommen. Und dann schön eine große Autobahn bauen. Wo wir natürlich erstmal umbauen müssen. Ich meine, hallo? Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Aber, naja. Kann ja auch Spaß machen.
Dann erstmal die noch ein bisschen irgendwie so vorbeiquetschen. Was haben die Hotels denn jetzt schon wieder? Zufriedenheit. Freizeit, Geschäfte. Nee, Wirtschaft. Gewinn, Fracht, Passagiere. Ja. Warum ist das blau? Hä? Also ich meine, wenn sie nicht durchfahren würden, würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Ach du Schande. Es wird echt Zeit, dass wir Autobahnen haben. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich eine Autobahn ist oder ob das nur irgendwie so ein Pseudo-Autobahn-Dingens ist. Das hier ist auch total überlastet. Ja, nicht so gut. Gar nicht so gut. Ja, da müssen wir dringend mal komplett alles überdenken. Ja, 6000 sind wir noch entfernt. Ich muss sagen, das Wohngebiet hier gefällt mir recht gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar qualifizierte Arbeiter unterbringen. Hier so. Und noch so ein Komplex. Kein Wohnraum für Führungskräfte. Da müssen wir natürlich nachlegen. Eigentlich wollte ich nicht an diese Straße ran, aber wie ist da der Verkehr? Geht eigentlich. Noch. Na, dann machen wir es doch. Und fahren hier noch ein bisschen weiter. Und hier auch noch ein paar. Boah, mit Swimmingpool, da würde ich jetzt gern reinspringen. Wobei, nicht draußen, da ist kalt. Aber drinnen, so Indoor-Swimming, die haben ja alle einen Swimmingpool. Wie unfair. Ja, also ich ziehe dann mal hier hin oder dahin, je nachdem. Und ja, beim nächsten Mal sollten wir dann genügend Einwohner haben. Da ziehen nämlich noch einige hinzu. Und wir haben auch noch ein bisschen was frei sozusagen. Sieht man eigentlich, wie viele da reinpassen? Nicht so wirklich. Wir müssen uns auf jeden Fall da noch ein bisschen um die Leute kümmern. Aber jetzt ist erstmal das Ziel, 50.000 zu haben. Ja, da haben wir einiges über. Ja, das denke ich passt. Gut, dann würde ich sagen, was haben wir jetzt? Mehr als 1000 Gebäude. Wahnsinn. Das heben wir uns noch auf für die nächste Folge, dass wir jetzt hier über die 50.000 kommen und werden dann bei der nächsten Folge mit Bus und ich hoffe mal Autobahn anfangen können. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bedanke mich Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.